Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Supermarket Simulator. Wir sind wieder zurück in unserem mittelgroßen, wunderschönen Laden und ja, haben am Ende der letzten Folge angefangen, uns Gedanken zu machen darüber, wie wir den Laden umräumen, weil es steht bald der nächste Kauf von der nächsten Lizenz an. Und das würde bedeuten, wir brauchen sehr wahrscheinlich ein weiteres Kühlfach. Und das würden wir dann hier daneben hinstellen. Ich habe jetzt halt am Ende der letzten Folge ein Regal hier hinter die Kassen gestellt. Ist zwar was ich überhaupt nicht begrüße und überhaupt nicht mag, aber das soll erstmal nur eine Übergangslösung sein, bis wir dann den Laden weiter ausbauen können. Ich erhoffe mir durch eine neue Produktauswahl halt, dass mehr Kunden herkommen und wir am Ende mehr Einnahmen dadurch haben. Ich hoffe, das funktioniert. Genau, natürlich haben wir jetzt nicht ganz so viel Geld zur Verfügung, um hier unser Lager wieder weiter aufzufüllen in der Folge. Das heißt, wir werden jetzt wirklich nur die nötigsten Produkte bestellen, die wir wirklich unbedingt brauchen, wie zum Beispiel Kartoffeln und Erdnussbutter, was halt wirklich jetzt leer ist. Toilettenpapier werden wir noch bestellen und dann werden wir erstmal das Geld sparen, uns dann im Laufe der Folge wahrscheinlich schon das Kühlregal kaufen und dann die nächste Lizenz. Wird jetzt ein paar Tage vielleicht ein bisschen hart, vielleicht werden auch ein paar Kunden ein bisschen sauer werden, falls mal ein Produkt ausgeht, aber ich hoffe mal, dass wir das alles soweit ganz gut wegstecken und dann es bald wieder richtig rund geht hier. So, Kartoffeln haben wir jetzt. Dann war es Seife, glaube ich, war. Müssen wir auch unbedingt mitnehmen. Wir brauchen Erdnussbutter. Da nehmen wir auch jetzt gerade mal nur eine Packung mit. Da haben wir jetzt 200 Geld ausgegeben. Reicht jetzt zum Beispiel wieder nicht mehr für die neue Lizenz. Ist aber auch noch okay, weil, wie gesagt, ich werde jetzt gleich den Tag starten und dann können wir schon mal ein bisschen Geld verdienen. Und dann sehen wir gleich einfach mal weiter. Hähnchen haben wir noch auf Lager, das finde ich gut. Ich muss gleich aber, glaube ich, nochmal nach den Preisen gucken, weil die haben sich, glaube ich, auch schon wieder verändert. Und ja, ich wollte eigentlich zum Beginn der Folge das Spiel mal neu starten. Ich glaube, das werde ich jetzt gleich auch mal machen, weil es ruckelt. Habe ich jetzt leider vergessen. Ich pausiere gleich die Aufnahme nochmal, sobald wir hier weggeräumt haben, und starte das Spiel mal neu und gucke mal, ob es dann wieder ein bisschen flüssiger läuft, weil leider ruckelt bei mir das Lager extrem. Habe ich jetzt viermal Seife bestellt? Warum habe ich viermal Seife bestellt? Ich wollte doch eigentlich wollte ich ein anderes Produkt bestellen, aber ich habe viermal Seife jetzt bestellt. Passiert. Vielleicht hat meine Maus wieder gesponnen, hat da einfach einen Doppelklick gemacht jeweils, als ich zweimal da drauf geklickt habe. Keine Ahnung. Oder ich war halt einfach wieder grundauf verwirrt. Gut, ich würde jetzt gerade mal ganz kurz die Aufnahme pausieren. Ihr merkt ja selber, dass das immer noch ruckelt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder zurück. Spiel ist neu geladen und man sieht's. Ich kann jetzt wieder hier durch die Gegend rennen, es ruckelt nicht mehr im Lager. Keine Ahnung, was das für ein Fehler ist oder Fehler war. Auf jeden Fall läuft es jetzt soweit wieder. Gut, dann habe ich hier noch ein paar Kisten rumfliegen von der letzten Folge. Die könnte man noch einsortieren, wenn man Platz dafür hätte. Haben wir aber aktuell noch nicht. Da haben wir auch noch Mehl. Mehl könnte ich jetzt mittlerweile hier schon wieder unterbringen. Ansonsten gucken wir jetzt gerade nochmal durch, was ist ziemlich leer, was wir unbedingt brauchen. Das Bleichmittel müssen wir noch bestellen. Da haben wir gar nichts mehr von da. Da bestellen Markt, jetzt wollte ich Markt schreiben. Ich habe Supermarkt im Kopf gehabt. Oh Gott, oh Gott. Bleichmittel natürlich. So, ja, in den letzten zwei Folgen hat man schon gemerkt, ich bin ein bisschen verwirrt heute. Ja, die letzten Tage unglaublich viel aufgenommen als Urlaubsvorbereitung und das merkt man jetzt heute so ein bisschen. Die Zunge funktioniert zwar noch einigermaßen fürs Reden, aber der Kopf ist irgendwie schon ein bisschen offline, schon im Urlaubsmodus. Ansonsten, was brauchen wir hier noch so? Eier haben wir noch da, getränkemäßig sieht es auch ganz gut aus. Thunfisch haben wir noch ein bisschen da zum Nachfüllen. Wir haben noch drei Packungen, 6er-Pack Milch hier vor Ort. Wir haben davon, die kleinen Küchlein fehlen noch. Und ich glaube, dann haben wir soweit erstmal alles. Dann können wir den Tag küchen. Ich sag's ja, reden, schreiben gleichzeitig und schon an die nächsten Sachen denken, funktioniert heute nicht so gut. Das hab ich schon in den letzten paar Folgen gemerkt, ihr bestimmt auch. Aber gut. Man hat halt auch mal verpeiltere Tage, ja, und manchmal funktioniert es halt nicht so ganz. Und jeder, der sich beschwert, dass ich mich verschreibe, während ich rede, soll erstmal selber reden und schreiben und gleichzeitig noch die nächsten Sachen im Kopf planen. Und dann reden wir weiter. Und das noch in der Aufnahme, wo hunderte Leute zugucken. Oder tausende Leute sogar. Ist vielleicht auch ein bisschen Druck im Hintergrund. Man weiß es nicht. Wobei, ich finde, beim Let's Playen geht es eigentlich noch so. Da macht man sich nicht so die Gedanken drüber, ja, dass da jetzt irgendwie hunderte Leute zugucken. Ich finde, beim Livestream ist es immer so ein anderes Gefühl. Ja, wenn live, weißt du, es gucken dir gerade live Leute zu. Was heißt live? 20 Sekunden Zeitverzögerung ist meistens drin, 3 Sekunden, aber trotzdem live in dem Sinne. Solan ist eröffnet.
Und da ist man doch immer so ein bisschen aufgeregt, ein bisschen nervöser, weil das dann irgendwie vom Feeling so ist, wie als würde man auf eine Bühne gehen mit tausenden Leuten im Publikum. Und das ist schon dann ein etwas anderes Gefühl. So im Let's Play, am Anfang war das ein richtig doofes Gefühl, ehrlich gesagt, wenn ich das gerade mal so erzählen darf. Wenn du so vorm Computer sitzt und du führst eigentlich ja die ganze Zeit nur Monologe. Du redest die ganze Zeit mit dir selber. Oder mit deinem Computer oder mit deinem Computerspiel. Eigentlich erstmal dann ein Fall für die Klapse, habe ich das Gefühl. Aber andererseits, es unterhält einen ja hoffentlich. Es unterhält euch ja hoffentlich. Und ja, mit dem Gedanken ist es dann wieder okay. Aber wenn ich jetzt den ganzen Tag so Selbstgespräche führen würde, würde ich mir Gedanken machen. Wobei ich festgestellt habe, seitdem ich Let's Plays mache, rede ich tatsächlich öfters einfach mal irgendwelche Situationen im Kopf oder beziehungsweise rede ich einfach so Situationen durch. Das kommt manchmal dann vor. Man fängt irgendwie dann an, Sachen laut auszusprechen, die man sonst wahrscheinlich nicht aussprechen würde oder so. Also einen kleinen Schaden trägt man hier davon. Aber gut, nein, hält sich alles in Grenzen. Aber ich habe gehört, dass Selbstgespräche gut sein sollen. Ob das so der Fall ist, weiß ich nicht. Aber ja. Nee, ich mache das auch wirklich nur, wenn ich im Let's Play-Modus noch drin bin. Wenn ich jetzt hier 8 Stunden aufgenommen habe, dann brauche ich erstmal so eine halbe Stunde, bis ich wieder im normalen, ruhigen Modus bin, wo ich dann alles nur im Kopf quasi abkläre. Das läuft dann erstmal weiter, das tickert weiter. Wenn man die ganze Zeit alles laut ausgesprochen hat, was man so nachgedacht hatte oder wo man drüber sich Gedanken gemacht hat. So, das läuft alles. Ich stehe mal wieder auf der Kasse und beobachte gerade die Situation und warte eigentlich gerade nur drauf, dass Geld reinkommt. Weil Kisten hatte ich alle ins Lager geräumt. Ich hoffe, wir haben jetzt wirklich von allen Produkten genug da. Dann will ich mir für 400, glaube ich, kostet das große Kühlregal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das brauchen. Oder wo haben wir Kühlschrank B? Ist er günstiger geworden? War der nicht vorher 400? Jetzt, oder nee, das war 400, das war 375. Okay. Okay, okay. Ja, 375 Geld brauchen wir dann für das Kühlfach und dann... Ich hoffe mal, dass das wirklich alles dann ins Kühlfach reinkommt. Aber ich finde, das klingt so. Was das hier oben ist, Moussaka, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Boah, Sushi wäre echt auch mal wieder gut. Habe ich auch mal Bock drauf. Lange nicht mehr gegessen, aber ab und zu ist es mal ganz lecker. 1950 kostet die Lizenz. Wenn ich die Lizenz jetzt kaufe, kann ich mir die Produkte nicht leisten. Ich würde jetzt fast erstmal sagen, Rechnung hat man schon alle bezahlt. Ich würde fast erstmal sagen, wir kaufen uns schon mal sicherheitshalber. Wäre halt doof, wenn wir das Ding dann nicht brauchen. Aber wir kaufen uns schon mal, wenn ich jetzt mal ins richtige Menü reinklicke, kaufen wir uns schon mal hier einen Kühlschrank B. Warenkorb legen. So, zack. Dann kann ich den schon mal aufstellen. Dann sieht es hier nicht mehr ganz so leer aus an der Stelle. Sind da gerade Flaschen durch die Gegend geflogen? Was ist denn hier los? Die Men in Black sind auch vor Ort. Krass. Mann. Ach ja, Men in Black habe ich eigentlich voll gerne geguckt. Voll gute Filme. Wobei ich mir bei dem ersten Teil damals als kleiner Bubi schon in die Hose geschissen habe. Also da fand ich schon echt spannend. Mittlerweile lustiger Film, aber früher als Kind oder als, ja, wenn man noch ein bisschen jünger war, war der schon ziemlich spannend. Wir hätten auch dann noch hier ein Fach frei, wir hätten auch hier theoretisch noch ein Fach frei oder zwei, falls hier das nicht ausreichen sollte. Hier können wir ja 1, 2, 3, 4, 5 Produkte unterbringen. Mal schauen, ob es dann reicht. Ja, wir könnten jetzt theoretisch schon mal die Lizenz kaufen. Dann beschweren sich zwar gleich erstmal alle Kunden, nö, das Produkt ist nicht da. Aber gut, ich weiß gerade, ich glaube, ich habe wieder vergessen, die Produktpreise anzupassen. Kann das sein? Oder hatte ich das jetzt schon gemacht? Schwarzer Tee ist günstiger geworden. Ich schaue gerade mal schnell nach. Hatte ich das schon gemacht oder nicht? Hatte ich anscheinend gemacht. Jedenfalls der Preis passt da. Ja, gucken wir nochmal nach. War sonst noch irgendwas preislich? Die Sepp-Soda ist günstiger geworden. Wir schauen gerade hier mal nach. Okay, das hatte ich alles angepasst. Gut, dann gucken wir jetzt mal nach den neuen Produkten, die wir jetzt gekauft haben. Los geht es hier. Moussaka, Kühlschrank. Lachs, Kühlschrank. Jakobsmuscheln, Kühlschrank. Steak, Kühlschrank. Sushi, Kühlschrank. Sushi klein, Kühlschrank. Kalbskotelett, Kühlschrank. Okay, dann hat sich das geklärt. Das muss wirklich alles in den Kühlschrank. Ist okay.
Boah, ist das alles teuer. Huhuhuhu. Scheiße, nee, ist das teuer. Na gut, ich fülle jetzt mal auf, was wir hier halt gerade uns kaufen konnten. Damit sich die Kunden nicht so beschweren. Aber die greifen gerade wieder zu, weil das die letzten Aasgeier sind, weil ich den Preis noch nicht eingestellt habe. So 3,69. Den Lachs. Bevor ich hier fertig auffülle. Stellen wir schon mal schnell irgendeinen Preis ein. Wir gehen mal auf 20. 10, 20. So. Okay, mit einer Kiste sind wir da jetzt nicht so weit gekommen. Was war denn das hier oben nochmal? Hm. Das müssen wir, glaube ich, auch nochmal umsortieren. Irgendwie sieht das nicht schön aus so. Das kommt dahin. Den Lachs machen wir dann an Fach unten drunter hin. So, erstmal den Preis wieder festlegen. Gehen wir mal auf 14 glatt. Vielleicht soll ich auch mal das Licht einschalten, damit die... Ich habe den Lichtschalter zugebaut. Ja, nice. Das ist auch eine doofe Position für den Lichtschalter. Das ist natürlich jetzt wieder ein bisschen eng mit den Kassen. Das heißt, ich müsste die eigentlich ein bisschen hochrücken, damit man hier nicht so über das Regal drüber stolpert. Ja gut, machen wir dann, wenn der Laden zu ist. Also bis dahin hatten, das fehlt noch. Oh Gott, das ist halt unglaublich teuer. Da sind wir schon wieder bei 682, so viel Geld habe ich nicht mal. Okay, ist jetzt noch 21 Uhr geschlossen, was ein Glück. Ist halt wirklich unglaublich teuer, aber natürlich teure Produkte, wenn wir davon ein bisschen was verkaufen, machen wir auch mehr Gewinn am Ende. Also, hoffe ich mal. Werden aber wahrscheinlich noch das ein oder andere Fach hier rausnehmen müssen. Ich müsste eh das alles eigentlich ein bisschen umbauen, weil wir haben hier Getränke, jetzt tue ich hier wieder Lebensmittel hinstopfen. Das passt nicht so hundertprozentig. Dann rücken wir hier einfach auf und ich quetsche das andere Kühlfach dann hinten mit dabei. Also Getränke. Getränke. Aber ich könnte auch eigentlich die Getränke hinter die Kasse stellen, aber da ist halt auch nicht, die passen da auch nicht hin. Weil da der Lichtschalter auch ist, ist es nicht so optimal. Gut, ja, ich könnte jetzt schon das Fach hier eigentlich dahin quetschen. Ich würde aber, komm, wir rücken das auf die rechte Seite mit an. Dann ist das kleine Regal auch nicht mehr so an die Ecke reingedrückt. Kommen die Kunden ein bisschen besser dran. Und die Kunden sollen sich ja wohlfühlen, sollen sich dann nicht irgendwie verrenken müssen, dass die an die Wasserflaschen drankommen. So. Genau, und du rückst jetzt auch hier noch ein bisschen auf. So ist doch schön. Sehr cool, wenn man hier oben noch irgendwas reinschreiben könnte. Käse. Eier. Joghurt. Keine Ahnung, was weiß ich. Hier, Getränke, Getränke. Hab das bald. Raus jetzt, will Feierabend machen. Ich will Produkte bestellen. Unser Lager sieht bestimmt ultra leer aus, oder? Ja, schon. Ein bisschen. Ein bisschen. So, 6er Pack Milch hätten wir sogar noch hier. 12er Pack Eier haben wir auch noch. Was haben wir hier? Müsli. Müsli haben wir noch. Zwei Kisten, dreimal insgesamt noch Müsli vorhanden. Sehr geil wieder, dass man das nicht stacken kann. Hier die Macaroni-Nudeln, von denen haben wir noch. Kommen da rein. Dann hatte ich hier nochmal Nudeln, die normalen. Und hier habe ich Pizza. Pizza ist sogar noch vorhanden. Krass. Gut, sind alle Kunden weg? Aber ich finde, wir haben recht viel Geld verdient, oder? Täuscht das? Ich weiß es nicht.
Wir beenden mal den Tag. Tag 51, immer noch nur 42 Kunden. Das wird irgendwie nicht mehr. Parmesan hat sich im Preis verändert. Der grüne Tee, da gehen wir auf 5,69. Der grüne Tee, das müsste das hier sein. 6, was nehmen wir denn da? 69? Machen wir es so. Und irgendwas, was noch der Reiniger, glaube ich, hat sich im Preis verändert. Da gehen wir auf 3,69. Die räumen jetzt hier noch fleißig ein. Und hier müsste ich eigentlich nochmal umräumen, aber wir werden jetzt erstmal wieder die Rechnung bezahlen, dann werden wir die neuen Produkte bestellen, dann ist unser Geld schon wieder weg. Es ist toll. Toll, Rechnung. Zack, zack. Ich will auch keine Mitarbeiter rausschmeißen. Ich finde das so eigentlich praktisch, wie es gerade läuft. Wobei ich eigentlich, wenn es im Lager gut läuft, auch mal wieder an die Kasse könnte und könnte theoretisch da einen rausschmeißen. Kasse wäre, glaube ich, interessanter als Produkte die ganze Zeit einräumen, durch die Gegend rennen. So, also Rechnung haben wir bezahlt. Da habe ich jetzt auf die Liste Olego Sushi Klein. Das war das. Fehlt noch Kalbskoteletten. Da sind wir bei 999,60 Geld. Für die Bestellung. Bestellen wir gerade einfach mal. So haben wir noch 216 übrig. Das ist halt ultra teuer. Aber ich finde es immer geil, wie die Kunden gleich auf die Produkte draufgeiern. Ups, sobald man die einräumt und den Preis noch nicht angepasst hat. Das finde ich immer ultra gut. So, den Lachs tun wir so nach unten. Genau. Ich heb die Kiste mal auf, falls ich da nochmal was umräumen möchte. Brauchst halt allein für die paar neuen Produkte brauchst du bestimmt 2000 Geld, um die alle wirklich nachzubestellen und davon genug auf Lager zu haben. Das ist ultra krass. So, wir gucken mal, was haben wir noch hier Schönes. Das ist die... Das ist Sushi. Ich glaube, Sushi packen wir hier drüben in das Fach rein. Muss mal gucken, ob wir noch von den blauen Flaschen eine Kiste übrig haben. Haben wir sogar. Ist auch Platz drin. Dann lassen wir das gerade mal so. Ich entferne dann mal das Eddy. Ich kann die Kiste wieder nicht abstellen. Kann es sein, dass wenn man Kisten mal im Regal hatte, dass man die dann nicht mehr so abstellen kann? Also ich weiß nicht, aber irgendwie funktioniert das bei mir nicht mehr. Gut, ich gucke gerade mal, ob ich Thunfisch noch irgendwo rumfliegen habe. Thunfischgedöns müsste ja eigentlich hier beim Kühlzeugs mit dabei sein. Habe ich keine Kiste mehr. Das ist natürlich nicht so schön. Thunfisch bestelle ich gerade mal eine Kiste nach. Sind wir schon bei 133 Geld nur noch. Ich wollte nämlich hier eigentlich den Fisch jetzt rausnehmen. Kann ich aber gerade nicht. Das heißt, ich muss warten, bis das leer ist und ich das rüberräumen kann. Na gut. Gerade halt von dem Sushi kriege ich nicht ganz so viel hier unter. Naja, räumen wir gerade mal hier in das Regal rein. Da muss ich noch die Preise festlegen. Oha. 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 Wie viel Gewinn habe ich da? Wie viel Profit? 5, 4. Boah, das lohnt sich ja fast bei den Produkten. Da gehen wir mal auf 21,9. Machen wir nochmal ein bisschen mehr Profit. Das ist halt ultra teuer, aber gut. Vielleicht ist das ja auch so in der Realität. Weiß ich jetzt gerade nicht, was so eine große Sushi-Box kostet. Habe ich mir noch nicht so häufig geholt beim oder im Laden. Sushi gegessen, ja, so schon, aber nicht im Laden so eine große Kiste gekauft. So, das Kalbskotelett, das ist hier recht günstig. Gerade gehen wir auf 16 glatt. Dann haben wir da schön die Preise festgelegt. Da haben wir die Preise festgelegt. Ja. Gut, da fehlt noch das Sushi. Nee, war das nicht Sushi groß, Sushi klein und so weiter? Hier haben wir jetzt auf jeden Fall nochmal Fleisch. Packen wir hier mit rein. Von den Produkten haben wir halt ultra viele. Das hätte besser ins kleine Regal eigentlich reingepasst, aber egal. Ah, das ist Sushi groß, das andere ist Sushi klein.
Gut, passen nur 4 Stück auf einmal rein. Alles klar. Das ist die große Box. Ich habe gedacht, das ist die kleine. Ah jo. Passiert. Kartoffeln brauchen wir unbedingt. Ich werde jetzt noch das Nötigste nachbestellen. Kartoffeln. So, 2 Kisten mal. Wir bräuchten vielleicht immer Toilettenpapier sicherheitshalber oder so. Ja, wobei. Ne, der Rest sieht eigentlich ganz gut aus. Hähnchen haben wir auch noch ein bisschen da. Gut, bestellen wir einfach die Kartoffeln, starten den Tag, los geht's. Hier wurden wieder die Tasten mitgesammelt, die ich gedrückt hatte. Obwohl ich schon wieder weg war vom Computer. Also komm, ich übernehme das gerade mal. Genau, dann haben wir jetzt noch 3 Kartoffelsäcke übrig, die wohin nochmal kommen? Die Orientierung verloren, Kartoffeln kommen hier hin. Gut. Dann haben wir das. Müsli wurde aufgefüllt, da habe ich aber noch ein bisschen was da. Haben die Pizza aufgefüllt? Nee. Es fehlt halt wirklich gerade so unglaublich viel. So, ich räume die Kisten noch weg. Allein, weil wir halt noch von den neuen Produkten eigentlich, wir müssten nochmal Lachs nachbestellen, hier nochmal nachbestellen, da nachbestellen. Es kostet aber über 1000, um diese paar Produkte da zu bestellen. Naja, wollen wir hoffen, dass jetzt richtig viele Kunden kommen. Möge der Tag beginnen. Ich gucke jetzt nochmal durch, ob ich wirklich alle Preise festgelegt hatte bei allen Produkten. Das sind die neuen. Da habe ich nicht alle Preise festgelegt. Machen wir gerade ganz schnell 13. Ah, gehen wir auf 09. Oder so. 13,15. Nee, komm, wir gehen auf 09. Soll nicht ganz so übertrieben aussehen. Das sind alles auch noch alte Produkte. Die haben alle noch einen schönen Preis. Und die haben auch alle einen schönen Preis. Die würde ich gerne leer räumen. Da habe ich noch keinen Preis festgelegt. Das wäre ärgerlich gewesen. Ich meine, klar, wir hätten trotzdem keinen Verlust gemacht. Aber wäre halt trotzdem ärgerlich gewesen. Ja, mit den teureren Produkten können wir auch ein bisschen mehr Gewinn einfahren. Aber das müsste halt alles auch in ein großes Fach. Weil gerade hier so 4 Sushi-Dinger, die sind zack, bumm, weg. Aber wenn das hier rauskommt, habe ich wenigstens 2 Fächer für die große Sushi. Na, gleich Sushi mitnehmen? Neu, im Angebot. Kostet nur ein bisschen mehr als woanders. Beste Werbung überhaupt. Habe ich nicht noch 6er-Pack Milch hier eingeräumt? Ach, die haben sie schon wieder leer gemacht. Na dann. Wollen wir hoffen, dass die Produkte jetzt nicht ausgehen. Und sobald hier jemand was rausnimmt, fülle ich das hier auf und versuche hier was rauszunehmen. Deswegen habe ich die Kiste hier stehen lassen. Nicht, dass sie da ständig wieder nachfüllen, die fleißigen Bienchen. Es wäre so cool, wenn jetzt mal mehr Einkäufer kommen würden. Das fehlt mir so ein bisschen. Also wir haben jetzt so einen großen Laden, da hast du 40 Kunden am Tag. Da ist doch gar nichts. Dafür, dass wir schon so ein hohes Supermarkt-Level haben und auch allgemein halt schon so gut aufgestellt sind, ist es halt echt wenig. Ich will, dass der Laden gerammelte voll ist. Ich will riesengroße Schlangen an den Kassen stehen haben und so weiter. Nehmen Sie Thunfisch mit? Lecker Thunfisch. Wollen Sie Thunfisch? Ach komm, nehmen Sie doch Thunfisch mit. Kein Sushi. Thunfisch. Oh, das bietet man sogar genauso an wie andere Läden hier, die Pommes. Okay. Ich wollte gerade sagen, kauft da jemand mit der Kiste ein? Nein, das sind die anderen gewesen. Das sind meine Stocker. Okay, der hat gerade die Sushi aufgefüllt. Finde ich gut. Die darf nicht leer gehen, weil damit fahren wir richtig Gewinn ein. Es will aber gerade keiner irgendwie Thunfisch mitnehmen. Das ist so ein Produkt, das will keine Sau haben. Keine Sau. Müsst vielleicht mal gucken, dass ich irgendeinen anderen Karton mit der Größe leer kriege. Toastbrot vielleicht. Toastbrot könnte die passende Größe haben. Na super, haben sie gerade erst aufgefüllt. Dann, okay, Toastbrot wird nicht die Kiste, die ich jetzt hier benutzen kann. Ansonsten. Das sind alles andere Kistengrößen. Mehl vielleicht. Mehl könnte noch passen. Haben sie schon aufgefüllt. Kann ich nicht benutzen. Jetzt hat jemand Thunfisch gekauft. Eine Packung. Nice. Fehlen noch 4.
Oh Gott. Das wird ein harter Kampf. Das wird ein harter Kampf. Naja, mir gehen gerade wieder alle Produkte aus. Ich würde einfach mal anfangen, hier ein bisschen nachzubestellen mit dem Geld, was wir haben. Wie zum Beispiel die 6er-Packung Milch. Ja, oder wir brauchen Toilettenpapier. Wir brauchen Kartoffeln. Kartoffeln brauchen wir. Wir brauchen Hähnchen. Bestellen wir erstmal die großen Sachen nach, die sehr schnell weg sind. Honig brauchen wir. Honig. Ich kann das echt nicht schreiben. Ich hab. Mein Kopf ist fertig. Mein Kopf ist schon im Urlaub. So, dann. Und Auto direkt. Das wäre so ärgerlich, wenn die Autos das Zeug mitschleifen würden. Jetzt wollte ich gerade selber hier auffüllen. So weit kommt's noch. Dafür habe ich doch Leute, die ich bezahle. So, Kartoffeln haben wir da. Milch haben wir da. Ich finde, das ins Lagerraum geht viel schneller als im Laden einsortieren, weil klar, du kannst halt direkt die da hinschmeißen, die kompletten Kisten, und jemand anderes kümmert sich drum und stellt jede einzelne Flasche oder jede einzelne Packung dann dahin, wo sie hingehört. Das wäre halt noch ganz cool, wenn die Stocker die Sachen einfach von der Straße runternehmen würden und direkt einräumen und was dann übrig bleibt, dann ins Lagerraum. Aber das machen die, glaube ich, nicht. Also habe ich jetzt noch nicht gesehen. So, wie sieht's aus, Thunfisch? Okay, da hat jemand 2 Packungen rausgenommen. Finde ich schon mal gut. Ja, wir brauchen noch wieder Sepp-Soda und so ein Zeugs. Jetzt kann man das Licht anschalten. Wird ein bisschen dunkel. Hier haben wir noch Susu. Aufgefüllt. Pizza, wie sieht's aus? Pizza kauft keine Sau. Okay. Haben die schon wieder die 6er-Packung Milch leer gemacht? Hab ich da nicht erst 2, 3 Packungen nachbestellt? Thunfischgedöns habe ich draußen rumfliegen. Käse haben wir noch. Wir haben das noch, wir haben das noch, wir haben das noch, wir haben das noch. Gut, hier sieht's, glaube ich, schon ein bisschen leerer aus. Da brauchen wir Spaghetti-Nudeln. Wir brauchen Basmati-Reis. Wir brauchen Kaffee unbedingt. Hier sind bei 10 Produkten. Ich fülle mal auf, damit die Mitarbeiter hier weitermachen können. So, Spaghetti-Nudeln. Haben wir die schon mal aufgefüllt? Dann habe ich jetzt nochmal einen 6er-Pack Milch oder beziehungsweise 6er-Packung Milch. Der dunkel geröstete Kaffee. Nochmal dunkel. Aber ich glaube, wir machen ein bisschen mehr Geld. Also ich habe jetzt ordentlich nachbestellt. Und wir sind bei recht guten Finanzen. Ups, das kommt dahin. Also vielleicht die neuen Produkte. Vielleicht haben die ein paar mehr Kunden angelockt. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass die neuen Produkte ein bisschen mehr Gewinn einfahren. Ist aber noch richtig was los hier gerade. Nice. Okay, da hat jemand nochmal Thunfisch gekauft. Wer auch immer. Wer auf die kranke Idee gekommen ist, keine Ahnung. Nein, alles gut. Ah, okay. Die große Sushi-Packung ist schon wieder leer. Wir haben halt 9 Uhr schon wieder. Ich kann nichts mehr nachbestellen. Ja gut, dann kann ich eigentlich hier die Packung... Nee, kann ich nicht. Gleich erst. So. Etikett ist entfernt, das heißt, da räumt jetzt keiner mehr was ein. Dann kann ich hier aber eine Kiste reinräumen. Ja, so leer sieht das Lager jetzt gar nicht aus. So leer sieht das Lager jetzt eigentlich gar nicht aus. Was macht denn eigentlich der helle Kaffee? Den haben wir ja nicht mehr nachbestellen können jetzt. Aber wir haben doch wenigstens hier 6 Packungen auf Lager. Das finde ich doch mal eine schöne Sache. Ansonsten von den anderen Produkten ist auch Zeug auf Lager. Sushi ist nicht leer gegangen, hat sich ja immer jemand drum gekümmert. Die Produkte kosten halt 1.000er.
um die nachzubestellen. Dann hast du immer noch nicht die anderen Sachen bestellt, sind wahrscheinlich nochmal ein Tausender. Ja, wir machen jetzt an sich mehr Gewinn, aber wir ballern halt auch viel mehr Geld raus. Aber ich hoffe, das sind jetzt mal mehr Kunden hier. Das wäre mal so klasse. Was würde denn die nächste Produktlizenz jetzt kosten? Die würde 2800 kosten. Wisst ihr, was ich da halt für ein Problem sehe? Bei die Krabbensticks weiß ich jetzt nicht genau, was das ist. Ob das auch ins Kühlfach muss oder Gefrierfach oder keine Ahnung. Scharfe Soße, normalerweise so Soßen hast du ja selten irgendwie im Kühlfach stehen, wenn die noch zu sind. Die sind ja meistens dann in ganz normalen Regalen untergebracht. Wir haben ja die Hot-Hot-Soße. Falls ihr in normales Regal kommt, wäre das weniger, glaube ich, ein Problem. Klar, wir bräuchten den Platz für, aber ist günstiger in der Anschaffung dann. Schokoladeneis wäre auf jeden Fall ein Fall für ein Gefrierfach, aber da hätten wir noch Platz für eins. Das ist nicht so das Problem. Ketchup-Mayonnaise hast du eigentlich auch nicht im Kühlschrank stehen. Kann natürlich sein hier im Spiel, dass die im Kühlschrank stehen müssen, das weiß ich nicht. Der Pizzakäse, der Cheddar, der muss auf jeden Fall in den Kühlschrank. Das heißt, wir hätten ja wieder Folgekosten, weil wir nochmal sowas bräuchten. Das bringt uns, also ich würde sagen, die nächste Lizenz bringt uns nichts, wenn wir den Laden nicht vorher ausbauen. Weil hier noch irgendwo so ein Kühlfach hinstopfen, ist, glaube ich, nicht gut. Wir könnten zwar vielleicht hier hinten noch eins hinbauen, aber das ist einfach dann irgendwann zu viel, glaube ich. Das ist zu viel Gequetsche. Ich finde es ja so mit dem Regal schon da hinten blöd. Aber ich habe ja keine andere Wahl gehabt, platzmäßig, damit der Laden nicht ganz so schäbig aussieht. Und deswegen, glaube ich, werden wir jetzt demnächst sparen für einen Ladenausbau. Dann haben wir Platz für Regale, für Kühlfächer und so weiter. Ja, so ist, glaube ich, der Plan. Vorher bringt eine weitere Lizenz nichts. Na gut, wir beenden mal den Tag. Bitte mehr Kunden. Es waren wieder nur 43. Sag mal, gibt es keine mehr Kunden? Gibt es das nicht mehr? Fängt man mit 20 an und hört mit 43 auf? Ist das, oder kommt das erst bei höheren Level? Wo ist das dran gekoppelt? Am Anfang hat man gedacht, ja, das ist an den Lizenzen dran gekoppelt. Da hat man gedacht, okay, nee, Ladenausbau. Letzten Endes haben wir schon den Laden mehrmals ausgebaut. Wir sind bei paar 40 geblieben. Lizenzen haben wir mehr gekauft. Das ist bei paar 40 geblieben. Ist es levelabhängig? Ich weiß es nicht. Pazanti-Nudeln haben sich im Preis verändert. Kosten jetzt 2,99. Dann lassen wir die so. Wobei, wir brauchen Geld. Oder nee, komm, wir locken so ein paar Kunden an. Und irgendwas hat sich noch verändert. Irgendwas hat sich noch verändert im Preis. Die Schokolade war's, genau. Schokolade haben wir hier hinten. Au. 5,49. Okay. Ich würde sagen, in der nächsten Folge bestellen wir wieder ein paar Produkte nach, füllen unser Lager wieder ein bisschen auf, tun die neuen Produkte nochmal mehr nachbestellen, damit wir da auch mal die Fächer voll haben. Und dann lassen wir den Laden wieder laufen. Schauen mal, wie viel Geld wir kriegen. Hoffen, dass wir ganz schnell 4.400, glaube ich, war es, für den nächsten Ladenausbau bekommen. Tun unseren Laden wieder umräumen. Und dann bald die nächste Lizenz kaufen. So ist der ganze Plan. Wird wahrscheinlich wochenlang dauern. Nee, Quatsch. Ich hoffe, dass wir einigermaßen schnell vorankommen jetzt mit den neuen Produkten. Und ja, bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, dann hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Gerne auch den Kanal abonnieren. Gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde den Kanal sehr weiterhelfen und dir natürlich auch Vorteile bringen. Und ja, falls ihr auf der Suche seid nach diesem Spiel, dann schaut mal in die Videobeschreibung. Dort ist ganz oben ein Affiliate-Link. Dort könnt ihr euch bei Instant Gaming günstig und legal dieses Spiel kaufen und gleichzeitig, wenn ihr das über den Link macht, den Kanal unterstützen. Vielen Dank schon mal dafür. Und ja, gerne auch natürlich den Discord-Server beitreten und dann noch vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.